Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Temo-Video. Ist jetzt nicht so groß, aber sehr, sehr viel drin. Wir werden das am besten auch mit der Unboxing-Ansicht machen, weil da auch viele kleine Sachen mit bei sind. Es ist alles unter dem gleichen Motto, also dürfte jetzt nichts anderes mit bei sein als Katzenzeug für unsere Katzen. Also mehr dürfte da wirklich jetzt nicht drin sein. Ja, und dann wechseln wir mal rüber in die Unboxing-Ansicht. So, da sind wir auch schon. Und wir werden jetzt mal aufmachen. So. Dann würde ich sagen, ich hole mal nach und nach raus, was wir hier haben. Das ist ein Spielzeug für die Katzen mit Saugnapf. Hat meine Freundin auch schon mal geholt gehabt. Mit so einem Saugnapf, was man am Fenster ran machen kann, kannst du auch den Knopf drücken, also so hochziehen, dann kannst du besser wieder abmachen. Hier ist es halt, aber auch preisgünstig, 3 Euro oder 4 Euro. Nee, nicht mal. Aber hier ist es halt günstig gelöst. Hier ist es halt nur normaler Saugnapf, wie ihr seht. Ja, und das macht man dann ran und dann steckt man das da ran. Hier. Man kann halt auch als Katzenangel so benutzen, aber man kann es dann halt da ran und dann ist es am Fenster. Und können die Katzen damit spielen. So, dann haben wir eins. Dann haben wir noch eine Angel mit einer Maus dran. Und einem Holzgriff und einem Gummiband. Ja. Mal gucken, wenn der dicke Kater sich daran hängt, ob das auch lange hält. Ich habe so ein Ding schon aus Plastik, aber da ist der Gummi sehr ausgeleiert und schon geflickt. Und habe gedacht, wird Zeit jetzt für was Neues, weil damit spielt mein Kater total gerne. Da geht er voll drauf ab. So. Dann haben wir hier eine kleine Möhre. Denke, man könnte erkennen, dass das eine kleine Möhre ist. Ja. Auch so aus dem Strick wie beim Kratzbaum. Oben ein bisschen Zeug dran. Das ist die kleine, glaube ich. Und da ist die große. Ich habe beide bestellt und mal, weil da stand hier eine Zentimeterangabe, um mal ein Verhältnis zu sehen. Groß und klein. Also geformt ist die kleine schöner. Aber wir haben halt hier eine große und eine kleine Möhre. Ja. Oh, das ist hier größer als gedacht. Das ist so ein Plüschteil. Hatte das nicht Augen? Nee, das war das nicht. Ja, das ist so mit Zeug dran. Mit, ne? Da geht mein Kater bestimmt. Aber ich hoffe, da ist Katzenminze dran. Ne? Ach, hier sind die Mäuse. Haben wir einmal eine Maus mit Gesicht. Aber da stand halt nicht, ob Katzenminze mit bei ist oder nicht. Die hat das Ohr hier umgeknickt. Aber die hat zwei Ohren. Ja. Da haben wir es nochmal in rosa. Fürs Kuckischchen. Wartet mal, ich muss mal ein bisschen mehr Platz machen. Die Angeln, das, Möhre, Mäuschen. Was haben wir hier? Ah! So, hier habe ich zwei verschiedene bestellt, die sind doch gleich. Wartet mal, lasst mich mal jetzt überlegen, welcher waren jetzt welcher? Ist doch von der gleichen Firma, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh Mist. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Doch, rosa war es, glaube ich. Oder? Einer ist aus der Abteilung für Katzen bei Temu. Da stand auch explizit Halter für Verschluss für Katzenfutterdosen, beziehungsweise auch Hundefutterdosen. Also nicht die ganz großen Hundefutterdosen, also die normalen.
Und den habe ich einfach so bei Temu gesucht und einfach Dosenverschluss. Ja, einer von denen war Katzenabteilung, einer war normal. Sind beides die gleichen. Haben beide, ich wollte es einfach mal testen, haben beide drei Rillen hier in der Mitte. Also kannst du praktisch hier eine Größe, zweite Größe, dritte Größe. Und dadurch, dass das hier so ein bisschen flexibel und Gummi ist, ja, dann riecht der Kühlschrank nicht mehr nach Katzenfutter. Ja? Also kann man dann drauf machen. Geruchsverschluss, riecht im Kühlschrank nicht blöd. Ja? Ein Cheep-Cheep. Das hat auch noch ein paar Cent gekostet oder so. Wollte ich unbedingt mitnehmen. Ein Küken. Ja, kannst du aufziehen. Mal gucken, ob mein Kater darauf abgeht. So, und dann haben wir eine Matte und noch eine zweite. Sind zwei verschiedene Hersteller, sieht gleich aus. Das war schon alles. Ich habe jetzt einfach mal nur 30 mal 30 genommen. Ja. Nee, nee, hier sind Unterschiede. Hier sind Unterschiede, oder? Warte, wir packen das mal aus. Größe S steht bei dem drauf. Ihr seht, dass es etwas dicker ist. Ich zeige euch auch gleich den Clou davon. Ja, ich habe jetzt erstmal nur, um das auch qualitätsmäßig und ob die Größe und so alles stimmt, habe ich jetzt erstmal die 30x30 zweimal bestellt. Kann man dann natürlich auch noch größer machen. Die sollen jetzt eigentlich im Badezimmer, wollte ich den hellen und in der Küche den dunklen oder umgedreht. Oder ihn für Frauchen, ihn für mich und dann später nochmal andere Größen bestellen. Hier ist es besser verarbeitet. Hier geht es mehr rum bei dem Schwarzen. Und bei dem, ja, ist es einfach nur so übergesteppt. Seht ihr das? Da. Hier ist es einfach nur so rüber. Und bei dem geht es hier richtig rum. Seht ihr das? Ja. Aber der Clou von den Dingern ist, das ist jetzt nicht nur einfach eine simple Matte, die du vor das Klo packst. Und nimmst du die hoch, schüttest aus. Muss mal gucken, wo das ist. Hier. Die könnt ihr aufmachen. Das sind Löcher, wo es hier durchfällt. Wartet mal, das könnt ihr vielleicht so besser sehen, dass er die Matte unten drunter durchsieht oder hier die Hand. Ja, das nimmt er einfach hoch und dann macht er so, zack, und schüttet das wieder ins Katzenklo zurück, womit die Katze sich da rauskommt. Und dann macht man einfach Fortklo. Man kann natürlich auch ein größeres holen und ein Katzenklo draufstellen. Wenn ihr ein offenes Katzenklo habt, ich habe ja ein zu, also meine beiden sind zu, da geht es, wenn ich es davor lege. Ich weiß aber nicht mit dem Hin- und Herschieben. Da werde ich das Katzenklo wahrscheinlich ein Stück ankippen und das drunter machen, damit es nicht hin und her wackelt. Und wenn Tigger dann rausgeht, weil das halt so ein Noppenmuster hat hier. Also hier so mit so kleinen Anhöhen hier, seht ihr das hier? Streicht er sich praktisch der Katzenstreu von den Pfoten beim Laufen und dann bleibt es hier und wird nicht durch die Wohnung getragen. Und wie gesagt, es gibt auch andere Größen. Ihr könnt halt auch richtig große Größen nehmen und Katzenklo einfach draufstellen und fertig ist. Ich habe halt nicht so viel Platz, aber im Badezimmer könnte ich mir gut vorstellen, wenn das so klappt, wie ich das hoffe. Deswegen erstmal nur für schmalen Taler halt die kleinen. Wenn das so klappt, wie es klappt, dass ich mir für das Badezimmer nochmal den hier hole, aber halt breiter und länger. Dann, dass ich das Katzenklo komplett draufstelle und dass ich dann halt vorne etwa so viel überstehen lasse. Das reicht aus, dass er hier so ein paar Trapsen ruf macht und abstreift, denke ich mal. Und dann habe ich mich bis also zur Wand, weil im Badezimmer ist bei mir sehr schmal. Ich habe so ein Schlauchbadezimmer.
Und dann würde ich ja auch hier immer drüber laufen und dann würde der auch kaputt gehen. Deswegen muss ich da gucken, dass es nicht so weit rausschaut. Ich war auch schon immer überlegen, um mal ein Eckkatzenklo zu holen, weil ich habe ja hier die Wanne, also hier und hier ist die Wand und hier kommt schon Klo und hier ist oben das Waschbecken, dass ich vielleicht ein Katzenklo hole, was so über Ecke geht. Ja? Dass ich dann halt und dann halt das so habe. Mal gucken. Jo. Das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Ich zeige euch gleich nochmal alles. Wie gesagt, die Matten. Nehmen wir mal hier hin. Ach, die ist die schwarze. Nee, doch, die schwarze wirkt dicker. Wenn wir mal die braune mal aufmachen. Geht die überhaupt oft? Oh ja, doch. Oder nee? Nee. Gleich dick. Aber hier sieht man schon bei der schwarzen die gute Verarbeitung. Ja, auch hier in den Ecken. Und bei der braunen, ach so, nee, die soll so gemacht sein. Da ist es dann halt hier so oval gemacht. Hier. Und hier wieder. Dass man hier so einen Angriffspunkt hat, um das aufzumachen. Denke ich mal. Bei der schwarzen ist es halt nicht, da ist es komplett bündig. So. Dann haben wir halt. So. Dann haben wir halt einmal das. So. Dann einmal in rosa. Das Kuckchen. Eine kleine Möhre. Eine große Möhre. Ein Küken. Eine graue Maus. Und eine grüne Maus. Die Deckel. Das Spielzeug, was Katzenangel und gleichzeitig für die Wandhalterung ist. Und eine Angel. Alles hat roundabout 27 € 40 oder so gekostet, bin mir jetzt nicht sicher. Eine gute Ausbeute, würde ich sagen. Die Katzen werden sich freuen. Die werden hier gleich loslegen. So, ich hoffe, hat euch gefreut. Ich will natürlich, werde ich euch alle Produkte unten in die Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, ihr konntet euch damit eine kleine Freude machen. Ich werde die natürlich jetzt die Katzen testen lassen und gucken, wie lange sie überleben. Vielleicht gibt es da dann nochmal ein Update-Video und zu den Matten. Die müssen aber erstmal eine Weile benutzt werden und ob denn da irgendwas kommt. Also ein paar Wochen müsst ihr mir da schon Zeit geben, wenn da was Gravierendes passiert, hier geht kaputt oder die Matte geht kaputt oder hält nicht mehr oder was weiß ich. Dann mache ich da ein Video, aber so brauche ich da kein Video, denn denke ich mir, machen, wenn alles gut ist. Müssen wir mal gucken. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.